Carmen Zander und ihre Show mit den bengalischen Königstigern. Sie gehören zu den schönsten und gefährlichsten Raubtieren der Welt. Heute Nachmittag bei der Generalprobe im Zirkus Karl Busch in Frankfurt. Carmen Zander heute Vormittag im Gehege hinter dem Zelt. Diese Tiere, die Arbeit mit ihnen, sind für sie ihr Leben. Sie hat die Tiger mit der Flasche großgezogen. Ich ziehe mein letztes Hemd für die Miezen aus, dass es denen an nichts fehlt, dass alles da ist, dass es denen gut geht. Und ja, ohne die gehe ich kaputt. Da bricht mir das Herz. Carmen Zander liebt ihre Tiere, sieht man ihren Umgang mit ihnen, steht es außer Frage. Und doch gehören solche Tiere in die Manege? Die radikalen Tierschützer machen dem Zirkus deshalb schon seine Werbeplakate kaputt. Abgesagt kleben sie drüber, wegen Tierquälerei. Die Plakate müssen wieder gereinigt und neu aufgehängt werden. Tierquälerei, das hört man beim Zirkus nicht so gerne. Das hat mit Tierquälerei nun überhaupt nichts zu tun. Die Tiere sind selbstverständlich im Zirkus, sind in ihren Gehegen, machen Kunststücke, sind dressiert, aber den Tieren geht es gut. Das Publikum heute Nachmittag bei der Generalprobe. Wer zum Zirkus geht, will auch Zirkus sehen. Ja, also die Tiernummern, da bin ich immer ein bisschen zweigeteilt, aber alle Künstler, die jetzt so Akrobatik darstellen, fand ich sehr gut. Mit den Tieren, das ist ja so ins Gerede gekommen, aber ich habe gehört, die sind ja ausgezeichnet worden für ihre Tierhaltung, dann ist das wohl auch in Ordnung. Wir haben gehört, dass die Domteuse, die als Babys aufgezogen hat und quasi gerettet hat, und ich denke, sie machten einen sehr guten und zufriedenen Eindruck, und ich hatte nicht das Gefühl, dass diese Tiger irgendwie gestört sind. Das Publikum freut sich über die Show, über das, was es hier sieht. Trotzdem, es werden mit solchen Veranstaltungen ethische Fragen berührt. Was darf man mit Tieren tun? Die hessische Tierschutzbeauftragte findet solche Veranstaltungen schlimm. Sie sollten verboten werden. Also nach den heutigen Erkenntnissen muss man bei bestimmten Tieren davon ausgehen, dass ein Leben unter Zirkusbedingungen, und das schließt die Arbeit in der Manege mit ein, mit Leiden verbunden ist. Und ich denke, darauf kann man heute verzichten. Hessen hat 2003 schon eine Bundesratsinitiative gestartet, um Wildtiere aus der Manege zu holen. Berlin allerdings reagierte nicht, auch 2006 nicht und 2010 nicht. Eine ernüchternde Bilanz. Im hessischen Koalitionsvertrag steht allerdings, dass eine neue Runde gestartet werden soll. Die Zirkusse und ihre Tierlehrer würden sich wohl wehren. Das ist mein Kapital, da steckt alles von meinem ganzen Leben drin, auch finanziell. Warum soll ich jetzt die Tiere quälen? Und wie gesagt, wenn ich mit denen schlecht umgehen würde, die würden es mir sofort zeigen, die würden mich töten. So bleibt es zunächst wohl, so wie es ist. Manege frei.